Es ist Zeit für ein neues Spiel auf meinem Kanal. Das hier ist ein Simulator, der kostenlos Weltkriege simuliert. Oder so ähnlich anscheinend. Das hier ist nämlich Ages of Conflict. Aber wir haben noch eine weitere Neuerung. Ja Leute, ich habe meine normale Frisur. Und auch kein Adidas. Ist das hier eigentlich noch der richtige Kanal? Das schauen wir einfach mal. Irgendwie hat das Spiel kein Vollbild und deswegen ist mein Seitenverhältnis ein bisschen seltsam. Ich hoffe mal, das sieht man im Video nicht allzu sehr. Wir wollen heute einfach mal Europa spielen. Beziehungsweise habe ich das Spiel noch nie gespielt. Also Zeit für das Tutorial. Und wir können hier einige Länder aussetzen. Ich versuche mal Europa so gut wie möglich darzustellen. Zumindest vielleicht vom Zweiten Weltkrieg. Das sollten glaube ich auch schon dann mal alle sein. Und ich gehe einfach mal auf Ready. Was passiert hier noch? Okay. Das hier sind jetzt mal alle AI-Länder. Und die breiten sich einfach mal aus. Ich glaube, einige haben vielleicht auch schon Allianzen gerade bekommen. Das ist in Jahr 5. Und ich glaube, ihr könnt das gar nicht sehen. Ich glaube, man kann die Länder hier auch umbenennen, aber wir lassen es mal. Wie bekomme ich das Land hier an der Seite weg? Ich bin ein wenig lost. Deutschland und die Schweiz sind anscheinend alliiert. Und ich habe die Benelux-Länder vergessen. Okay. Schauen wir mal, was hier so passiert. Bisher haben wir noch keinen Angreifer, wollte ich sagen, und wir haben doch viele. Vielleicht greifen alle die Schweiz an. Ihr könnt ja gerne mal kommentieren, wer glaubt gewinnt. Russland oder das Land bekommt immer mehr. Und die Polen greifen Deutschland an. F in den Chat dann mal für Frankreich. Hier haben wir auch noch den Iran und den Irak. Da schauen wir auch nochmal drauf. Das Blaue sollte eigentlich Andorra sein. Die haben aber deutlich mehr als ich wollte. Und die Portugiesen holen sich Afrika. Andorra greift auch anscheinend Spanien an. Ja, wir haben Frankreich so ziemlich verloren. Okay, Russland ist sehr groß. Und wir haben Norwegen gegen Schweden. Was war hier gerade mit Russland? Die haben eine neue Farbe. Irland hat auf einmal ein keltisches Königreich. Damit hätte ich ja nicht gerechnet. Albanien holt sich irgendwie Italien und Bulgarien ist weg. Das wird auf jeden Fall interessant. Und Spanien ist gerade verloren, genauso wie Albanien anscheinend. Die Italiener greifen die Schweiz an. Und wir haben Jugoslawien gegen Österreich und alle gegen Österreich anscheinend. Russland holt sich gerade Litauen, nicht schon wieder. Und Rumänien ist sehr gut eigentlich. Russland ist schon wieder verändert anscheinend aus dem Krieg raus. Okay, Länder im Krieg haben anscheinend diese stärkeren Farben. Wie kann hier Spanien noch überleben? Genauso wie anscheinend auch Litauen hiermit. Das hier war glaube ich mal die Tschechoslowakei. Andorra haben wir hier gegen Portugal und Spanien lebt noch. Auf jeden Fall haben wir schon mal Chaos. Und wir haben glaube ich Schweden hier gerade verloren. England wird angegriffen von einigen mit. Und die Schweiz wird gerade zerstört von einfach mal Andorra. Italien greift Griechenland tatsächlich an. Und wir hatten den Irak verloren. Und Deutschland hat irgendwie überlebt. Okay, wir haben Spanien und Italien gegen Andorra, glaube ich gerade. Was rede ich hier gerade überhaupt? Und Andorra ist weg, F in den Chat. Und direkt muss Spanien hier gegen Portugal kämpfen und deren Hauptstadt ist schon hier mit. Das wird sehr spannend und anscheinend ein Unentschieden. Ich feiere auf jeden Fall, wie das hier aufgebaut ist. Wenn euch das hier gefällt, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Dadurch verpasst ihr keine weiteren Videos. Und wir haben nämlich bald 6000 Abos. Ein Like würde auch helfen. Dadurch sehen mehr Leute das Video. Und es hilft natürlich auch teilen. Wenn eure Freunde das hier cool finden könnten. Und gerade läuft auch noch die Oktober-Community-Wahl. Da könnt ihr gerne mal teilnehmen. Und die ist in der Beschreibung. Einzelner Schluss ist der 6.11. Wir haben weiter noch Kämpfe hier gerade im Baltikum und jetzt auch mit der Sowjetunion. Da geht gleich Litauen F. Und anscheinend ist es auch für Polen bald vorbei. Diese Aufteilung von Frankreich macht mir Sorgen. Und Spanien wurde gerade verloren. Und Deutschland greift Italien an und Dänemark Deutschland. Wir haben wieder ein neues Land, vielleicht ein neues Frankreich auf einmal. Jugoslawien ist immer noch stabil anscheinend. Und die Türkei kämpft gegen Rumänien genauso wie die Sowjetunion. Ja, die Union ist vielleicht ein wenig sehr OP. Und Rumänien hat kapituliert. Polen lebt immer noch. Und anscheinend nicht mehr Großbritannien. Das ist einfach mal Irland gegen Deutschland auch.
Das neue Frankreich nimmt hier einiges ein. Und Jugoslawien nimmt Italien ein. Und wir haben ein unabhängiges Schottland anscheinend. Finnland bleibt ziemlich ruhig. Und die Sowjetunion greift hier Österreich oder Jugoslawien an. Irland ist wieder ein bisschen größer. Und Deutschland sollte bald weg sein. Das hier ist, glaube ich, Estland und die sind auch gleich weg oder Lettland. Die Farben sehen sehr gleich aus und wir haben den Iran gegen die Türkei. Okay, die Sowjetunion greift auch noch hier Griechenland an. Das war's, glaube ich, mit Jugoslawien und oder Österreich. Italien will sich auch noch wieder vereinigen. Das haben sie auch hinbekommen. Wir haben noch ein zweites Frankreich hier, irgendwie Paris. Und wie kann Deutschland hier immer noch leben? Ein dänisches Imperium? Ich habe ja ein Video über die Wahlen in Dänemark gemacht. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Das hat 6 Tage gedauert. Kürzer war anscheinend das Ende von Deutschland, okay. Und die Sowjetunion greift Finnland und Iran an. Machen wir alles einfach mal vielleicht ein wenig schneller. Polen lebt immer noch. Und Schottland wird größer. Und Frankreich fällt, glaube ich, hier wieder vielleicht doch. Okay, Sowjetunion, was macht ihr hier? Und okay, hier fällt gerade einiges. Neue unabhängige Staaten anscheinend. Und die fallen, glaube ich, gleich wieder eh weg. Einfach so ein richtiger Fall. Und die Sowjetunion fällt schon wieder auseinander. Dann haben wir den neuen Staat hier noch. Und ich will nicht wissen, was hier in den nordischen Regionen passiert. Ich glaube, ich kann auch irgendwie hier Revolten erstellen. Ich hoffe, das war deswegen nicht ich gerade. Ich berühre einfach mal nichts mehr. Und Portugal nimmt hier auch einiges ein, genauso wie Italien. Aber die Sowjetunion verliert immer wieder. Schottland hat einfach mal Großbritannien anscheinend. Ja. Ich sag sehr viel anscheinend mein neues Lieblingswort und Wolfwood ist gleich weg. Ich verliere auch irgendwie den Überblick. Portugal ist aber, glaube ich, gut oder sie nehmen die doch nicht ein. Wer war das hier nochmal? War es Österreich oder irgendwer anderes? Kreise stehen, glaube ich, für ein Imperium. Wir hatten 11 Revolten in der Sowjetunion. Und was auch immer das hier ist, fällt gerade wieder. Langsam wird es irgendwie übersichtlicher. Und wir haben gerade, glaube ich, den Iran fast verloren. Portugal nimmt gerade Dänemark ein. Und sie hatten eine neue Revolte. Das hier oben ist auch noch eine Revolte. Und Norwegen ist gerade hier gefallen. Genauso wie gleich auch Dänemark. Oder vielleicht halten sie hier gerade doch ein bisschen. Unobay wird hier angegriffen von irgendwie jedem. Und Italien verliert, glaube ich, gerade gegen eine komplette Revolte. Und sie sind tatsächlich weg. Dadurch hat Portugal sehr, sehr viel und sie greifen direkt Polen an. Genauso wie die andere Revolte. Wir haben mehr und mehr zwei Seiten hier. Irgendwer ist hier gefallen, vielleicht Schweden irgendwie. Und Polen ist in einer bekannten Situation. Großmächte auf beiden Seiten. Und das ist zu historisch. Warum? Die armen Polen. Das hier ist jetzt dann auch mal deren Ende. Die Türkei versucht hier gerade noch zu halten gegen die Sowjetunion und gewinnt sogar. Und ihnen hilft auch hier anscheinend Portugal mit. Und jetzt hilft die Türkei gegen Portugal. Ja, beide Seiten ein wenig durcheinander und die Revolte wird gerade sehr, sehr groß. Schottland fällt hier, glaube ich, gerade und die Sowjetunion hat, glaube ich, gewonnen hier erstmal. Und die Türkei fällt hier jetzt, glaube ich, gleich. Portugal hatte auch nochmal eine riesige Revolte und wir haben sehr, sehr viel. Ja, die Türkei hat hier gleich Ankara verloren. Oder war Elnia hier? Das hier ist dann auch gleich, sie haben noch überlebt irgendwie, keine Ahnung wie. Und auf einmal gewinnen sie auch anscheinend. Wir haben wieder ein neues Großbritannien, vielleicht Irland. Und nochmal eine ganz neue Revolte. Ich wollte sagen, ich lasse das mal ein wenig laufen. Und die Sowjetunion wird vielleicht gerade komplett zerstört anscheinend. Und sie hat noch irgendwie gehalten. Und, nee, was passiert hier gerade? Leute, was ist hier gerade los? Wer seid ihr überhaupt? Die Sowjetunion ist, glaube ich, gerade vor ihrem Untergang. Der Süden hier wurde schon mal verloren an das neue Land, vielleicht Kasachstan. Und das hier oben ist, keine Ahnung wer, vielleicht Karelien. Ein neues Skandinavien und das fällt auch. Und die Sowjetunion ist hier vielleicht gleich endlich weg. Und das hier ist, glaube ich, ihre letzte Stadt und, sie überlebt noch.
Die Türkei ist auch immer noch hier und ein Feind ist Portugal in Westeuropa. Was haben wir hier gerade alles? O'Connor ist hier noch gerade mit. Und der eine Staat könnte vielleicht irgendwie fallen. Okay. Wenn Portugal keine Rebellion bekommt, was sie wahrscheinlich haben werden, überleben sie vielleicht. Nochmal ein wenig warten. Die Sowjetunion ist auch immer noch hier. Sonst noch Italien und Portugal. Schafft Portugal das hier gerade wirklich anscheinend? Und wieder mal die Grenzen der Türkei hier. Die eine Rebellion verliert schon wieder, also auch ein ziemlicher Fall. Wie stabil ist Portugal hier? Die Türkei ist, glaube ich, am zweitgrößten mittlerweile. Wir haben mittlerweile über 1000 Jahre gespielt und die Türkei verliert deutlich. Schauen wir mal, ob sie... Okay, Italien ist wieder da. Oh nein. Ja, die werden aber wieder eingenommen. Und Portugal nimmt hier wirklich auf einmal sehr viel ein. Die Sowjetunion ist auch noch hier. Wir warten noch mal einmal, ob hier noch wer fällt. Vielleicht die Türkei oder die Sowjetunion. Das hier ist vielleicht ein neuer Iran anscheinend. Und Ravenland ist auch weg. Portugal nimmt jetzt wirklich die Türkei auch ganz ein. Und die Sowjetunion ist hier wieder stärker. Und die Türkei hat noch eine Stadt hier. Und sie fallen hier, denke ich, gleich mal, hoffe ich. Das war auch der Fall. Die Rebellion und, okay, die Sowjetunion kommt auf einmal wieder. Was ist hier los? Leute, muss ich... Wie? Hä? Wie, was ist mit Portugal gerade los? Fällt hier gerade Portugal auf einmal? Wie? Wir haben diese Rebellion, die mehr hat und, Portugal hat auf einmal in der letzten Minute verloren, finde ich. Ist das noch das normale Portugal? Ich glaube sogar schon. Die Sowjetunion verliert irgendwie auch wieder. Ja, Portugal verliert hier anscheinend. Und wisst ihr was? Ich glaube, wir beenden das Ganze vielleicht auch mal hier. Denn irgendwie will niemand alles einnehmen. Ich finde fast schon am stärksten sah gerade eigentlich Kasachstan aus. Aber wir geben einfach mal ein Unentschieden. Denn die Sowjetunion und Portugal haben überlebt. Und das war's dann mal für heute. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr mehr von diesem Facecam-Style sehen wollt. Ich schaue da auf jeden Fall nochmal drauf. Hier findet ihr ein anderes Video. Das war der Zweite Weltkrieg mit den Grenzen vom Ersten Weltkrieg. Ja, ein interessantes Thema. Und wenn euch das hier gefällt, gefällt euch das auch. Mehr kann ich aber heute nicht sagen. In der Beschreibung findet ihr meinen Discord-Server. Da könnt ihr wie immer gerne mal drauf joinen. Und da ich heute nicht mehr sagen kann, sage ich einfach nur noch, ciao.